In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Frage, ist Wing Chun ein Kampfsport? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns einmal kurz die Definition von Kampfsport und Kampfkunst an. Kampfsport ist, wie der Name schon sagt, eine kämpferische Auseinandersetzung im sportlichen Rahmen. Das bedeutet, es gibt ganz klare Regeln, ganz häufig auch Wettkämpfe. Also plump gesagt, es gibt Punkte, es gibt Referees, die zur Not eingreifen und den Clinch wieder auseinandertreiben. Hat alles seine Berechtigung. Und dann gibt es auf der anderen Seite Kampfkunst. Ganz übertrieben gesagt, ist Kampfkunst dafür entwickelt worden, das eigene Leben zu schützen. Oder, wie man heute häufig sagt, um einer realistischen Situation auf der Straße entgegenzuwirken. Wo ordnet sich jetzt Wing Chun ein? Naja, im Wing Chun gibt es ganz klar nur einen einzigen Wettkampf. Und das ist der Wettkampf, wenn man so möchte, mit dir selbst. Das bedeutet, wir haben keine sportliche Auseinandersetzung. Und deswegen ist Wing Chun definitiv kein Kampfsport, sondern ganz klar auf der Seite der Kampfkünste einzuordnen. Und wie man ja auch so dem Wing Chun so schön sagt, nachsagt, es ist die Wissenschaft des Kampfes. Dazu habe ich dir hier oben nochmal ein Video verlinkt, in dem ich da noch ein bisschen drauf eingehe. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie diese Wissenschaft des Kampfes für dich quasi in Aktion tritt, dann klick auf einen der Links unter diesem Video und vereinbare deine kostenfreie Erstberatung oder dein persönliches Probetraining. Und dann hören oder sehen wir uns schon bald. In dem Sinne, bis dahin.